Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Ich muss es ganz, ganz schnell machen. Ich weiß, ihr schreibt in die Kommentare, der Ton ist leise, laut, pipapo, hier, da, tütata. Das Ding ist, ich hole Ende des Monats, nee, Quatsch, Anfang Oktober. So, jetzt habe ich es. Das Video kommt ja heute oder morgen raus. Bedeutet, ihr müsst noch eine Woche warten, dann hole ich mir ein neues Mikrofon. Ich hoffe, ich kriege es dann bis dahin hin. Und dann müsste eigentlich auch mit der Qualität alles stimmen. Genauso wie ich auch eine Webcam eigentlich haben wollte. Noch eine extra positionierte hier, zack, damit die Qualität alles ein bisschen Schwanz im Mund. Besser ist. Kommen wir zum Video. Ich steche mir selbst ein Tattoo. Jody. Oh fuck. Wie spreche ich das jetzt wieder aus? Calussi? Calucci? Carlo Calucci? Also Jody Carlo Calucci tätowiert sich selber. Wir gucken rein. Ich muss. Weißt du, wisst ihr, was das Problem ist? Ich quatsche viel zu viel. Ich gebe viel zu viel meinen Senf dazu, was ja eigentlich positiv ist. Ich habe gerade so viel Sabber im Mund, dass ich gleich sabber. Deswegen muss ich kurz runterschlucken. Dass die Videos immer 10 Jahre lang bei mir gehen. Ich überlege jetzt schon immer, ob ich ein Video in zwei splitte. Weil wie mache ich das? Weil dieses Video weiß ich jetzt schon hundertprozentig, wird es mindestens 20 Minuten haben. Mindestens. Und auch dieses Geräusch. Ja. Und lass mich in Ruhe. Ich kann das heute nicht. Das ist der Jan. Der Jan ist der Mensch, den ich kennengelernt habe, als ich nackt war. Er hat mir dieses Tattoo gestochen, dieses riesenlange, große von oben bis unten. Weil Jan ist nämlich Tätowierer. Und ich habe mir ein... Oh mein Gott, diese Wand ist irgendwie... Alter, wo chillt der eigentlich? Sieht irgendwie voll gechillt aus da, so, weiß nicht. Kommt gut. Naja, auf jeden Fall habe ich mir ein Tattoo gestochen. Und ich möchte das heute dem Jan zeigen. Und er muss mir sagen, ob das okay ist, was ich gemacht habe oder nicht. Entschuldigung. Ich bin im Internet. Aber bevor ich dir das zeige, muss ich dir erst die Geschichte dazu erzählen. Mhm. Es begab sich zu einer Zeit. Und ich war mit meinen Freunden auf einem Campingplatz. Oh, scheiße. Ah. Hey, what you need? You need help? Okay, was haben wir hier? Wir sehen schon mal Cheyenne-Nadeln. Die liegen hier im Bilde. Und, aber ich muss sagen, Netzgerät ist über eins der billigsten, die man so kriegen kann übrigens. Maschine sieht aber ganz gut aus. Ich weiß immer nicht, ob es dieses Stigma ist oder Injektor oder sowas. Auf jeden Fall ist sie wie der Cheyenne-Pen. Maschinen kenne ich mich nicht so aus, weil ich da wirklich nur, ja... meine Hand auf Cheyenne lege, wobei ich mal überlegt habe, mir auch eine andere zu holen. Einfach mal, um auch wirklich mal zu sagen zu können, so was noch so gut ist. Ja, aber hier haben wir was im Bild, was mir absolut gar nicht gefällt. Und zwar ist es diese Farbe. Ich bin der Meinung, das ist diese Sailor Jerry Farbe oder wie die auch immer heißt. Die kriegt man bei Amazon gekauft. Die ist echt scheiße. Bedeutet, also die ist wirklich richtig, richtig scheiße. Davon abgesehen, dass hier nicht gut... Also ich weiß nicht, ob es die ist. Das könnte auch was anderes jetzt sein. Aber es sieht danach aus. Das ist diese Farbe, die man bei Amazon bekommt. Und das ist richtiger Dreck, kann ich euch sagen. Die funktioniert... nee, damit kannst du nicht wirklich... nee, einfach weglassen, im Tattoo-Shop bestellen und dann ist alles gut. Ich bin mir nicht mal sicher, ob was da wirklich drin ist an dieser Farbe. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl, als wäre da nichts Tolles drin. Wir checken mal weiter ab. Siehst du, ich quatsche mir, weiß ich wie lange. Confidence. Oh, you don't need to do it. Thank you! Und genau wie beim ersten Video, wir machen hier bestimmt nicht alles richtig. Also, actually... Okay, er sagt schon gerade selber, wir machen hier nicht alles richtig. Das bedeutet jetzt, hier ist kein Tätowierer am Start? Oder? Ich dachte, da war doch gerade noch ein Tätowierer, oder? Auf jeden Fall, Katastrophe, wo sie es schon mal machen, aber ich denke mal, das ist denen in dem Punkt jetzt scheißegal. Es geht einfach nur, glaube ich, um das Prinzip, sich selbst zu tätowieren. Von daher... Jetzt nicht viel falsch. Wir sind hier nicht in der sterilen Umgebung. Wir haben nicht besonders viel Ahnung. Also bitte mach das so nicht nach. Ja, das, was er sagt. Ja, okay, gut. Er sagt es gerade selber. Okay, alles klar. Geklärt. Ja. Ist es so ungefähr an einer coolen Stelle? Ja. Ist es zu weit links? Ja, ein Ticken nach rechts. Würde ich auch sagen. Da? Ja. Also, falls du dich fragst, was Jordi macht, die tätowiert sich jetzt. Hä? Hä, hast du das schon mal gemacht? Das weiß. Okay, sie hat anscheinend, also desinfiziert, bla bla bla, nehme ich mal an, wird sie alles gemacht haben. Sie hat ja auch Handschuhe an. Das Paper, was sie benutzt, ist von dem Matrizenpapier, das Weiße. Es gibt aber noch so ein Unterblatt, ja. Es gibt noch ein dünneres Blatt, das finde ich noch besser, muss ich sagen, beim Auftragen, weil du das noch besser biegen kannst, ja. Also biegen klingt jetzt komisch, weil es Papier ist, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Man kann besser damit eine Rundung schaffen auf der Körperstelle. Finde ich tausendmal geiler als das Hauptblatt sozusagen. Weißt du doch ganz genau. Nee, hast du bei dir selber noch nicht. Yo, ich hab das gar nicht gecheckt. Yo, ihr tätowiert ja wirklich. Hast du aus unserem... Dave! Aus unserem Nachtschrank. Alter! Stell mal vor, ich komme drauf. Ein Kiff in der Hase. Euch zu, ja? So. Boah. Das ist von der... Würde ich dann denken, ey, ist das eine coole Position fürs Tattoo? Ja. Ich würde mir denken, boah, ja, was eine geile Sau. Genau. Dann würde ich gern mal essen gehen. Ah. Und dann bumsen. Oh. So ein Tattoo, das hält ja richtig lange. Willst du da nicht mal drüber nachdenken?
Ich kenne irgendwer diesen Typen. Vielleicht hier gleich eins. Ja, okay, setz mich zu. Ich guck zu. Ich find's immer spannend, wenn du sowas machst. Was ist das für eine Farbe, die du da benutzt? Das sage ich niemandem. Das ist sehr viel Schüttel. Okay, warum sagen die das nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht haben die jetzt auch alles hinliefern lassen, einfach zum Campingplatz, um einfach so tätowieren zu können. Aber sie hat doch am Anfang Tätowierer vorgestellt, oder nicht? Du hast schon. Weil ich niemandem sagen will, was ich benutze, damit es niemand nachkauft. Weil es nicht gut ist, was ich mache. Das ist Sailor Jerry. Ich höre das schon am Shit hin. Ich höre das einfach am Shit hin, dass da eine Mutter drin ist. Eine Mutterschraube, kein Scherz. Ich glaube, die ist da drin. Es sei denn, die sind jetzt auf Kuhjungen gestiegen. Ich glaube, das ist dieses Sailor Jerry. Das ist eine ganz schlimme Farbe, die die da benutzen. Also wirklich, das ist... Ich kenne, glaube ich, keinen Tätowierer auf diesem Planeten und ich folge einige auf Instagram und so und kenne auch ein paar. Nee. Werf diese Farbe weg, Mann. Wenn ihr wissen wollt, was ich benutzt habe, sind Affiliate-Links in meinem Video in der Beschreibung. Papa, der nimmt ihr gerade zwei Videos auf? Ja, das ist meins und das ist seins. So, am Campingplatz gestochen. Warte. Oh, ja, Alter. Ist die Hitze vielleicht? Durch die Hitze? No, I do not think so. Aber wenn es nicht... Ach so, okay, der Tätowierer wusste anscheinend gar nichts davon. Sie macht so eine Art Überraschung. Okay, jetzt blicke ich so langsam dahinter. Okay, fine. It is flüssig. Nein, es ist nicht flüssig. Yes, it is. It is perfect for tattooing. Nee. Jake. Oder nicht? Nein, kein Jake. Ist sie geronnen? War die schon immer so? Sag mal ehrlich jetzt, ohne Video. Nein. Das kann man nicht machen. Steck's da rein. Ich stech dir nichts jetzt ab. Wie sie die Kappe in die Hand nimmt, unglaublich. Die Maschine falsch rumhält, sprich das, ich sag's immer, das Kickloch wie bei einer Bong von dem Nardo. Nardo, genau, Alter. NATO oder was? Von dem Aufsatz. Ey, ich kann gerade nicht sprechen, was ist denn da los? Ich muss unbedingt was trinken. Es ist früher morgen und ich drehe dieses Video ganz schnell, damit ich es irgendwie hinkriege und noch hochladen kann, Mann. Da rein. Jedenfalls diese Nadel da, der Aufsatz. So, jetzt habe ich es. Mann, mein Gott, ey. Wirklich. Den hält sie falsch rum. Ich will so gerne einfach stechen hier. Ja, steck's doch rein, Alter. Steck rein, du oder so. Nein, mach nicht. Jeder Typ im Club. Ich verbiete dir das jetzt. Mach das nicht. Ich mach's auch nicht. Mann, das ist das Uncoolste, was mir passiert ist seit so langer Zeit. Lass uns morgen zurück nach Köln. Lass uns einfach nach Köln fahren jetzt. Ich habe Tattoo-Farbe zu Hause. Okay. Ja gut, Zilla im Bild da auf dem Auto oder was? Nein, Jody, hör auf. Kannst du das ausmachen einfach, weil ich bin so sauer. Hä, was? Nein, das ist nur das Video, das gehört noch dazu. Ich war so ready. Ich habe so lange mich davor gedrückt vor diesem Moment und dachte, das ist heute der perfekte Moment dafür. Das ist die perfekte Welle. Was kann passieren? Okay, wie es aussieht, wird es jetzt nicht tun anscheinend. Aber das Video geht dann so lang. Wenn eine Farbe gerinnt? Sollte es auf jeden Fall nicht benutzen. Also nee, oder? Ich denke nicht, dass es besonders gut hält. Also ich habe noch nie eine Flasche gehabt, die wirklich geronnen ist. Wenn man die richtig zuschraubt und so. Und richtig, nee, das war wegen Hitze. Wenn die zu heiß, auf gar keinen Fall mehr benutzen. Also da steht nicht ohne Grund drauf, nicht. Also trocken und kühl lagern. Farbe kann tatsächlich, weil er sagt gerinnen, die kann austrocknen. Selbst wenn du sie verschließt, trocknet die irgendwann aus. Das liegt daran, weil die Pigmente unten sich absetzen in der Flasche und sie werden unten hart und das Wasser setzt sich ab, das, was auch immer da alles drin ist. Da werden sämtliche Stoffe drin sein. Das setzt sich dann voneinander ab, sprich, das trennt sich beides, wie die Spreu vom Weizen. Und du hast dann quasi irgendwann nur noch eine harte Masse, die du nicht mehr schütteln kannst, weil rein theoretisch müsstest du jede Farbe tatsächlich einmal schütteln am Tag. Aber du benutzt natürlich nicht von deinen 700 Farben alle jeden Tag. Deswegen muss man ab und zu da auch wieder eine leider wegwerfen und neu kaufen. Ein paar Tage später, wir sind zu Hause und ich setze mich zu Hause hin und... Stech mir ein Tattoo. Ach, du stichst dir das selber? Guten Morgen. Ah, okay, gut. Sie hat also nicht gestochen auf einem Campingplatz, kann es sein? Und weil sie jetzt was anderes hat? Oder wie muss ich das verstehen? Doch, sie hat es nicht gemacht, weil sie Angst hatte? Auf jeden Fall steht hier schon mal Vaseline. Sie hat einen Zewa ausgelegt. Ja, natürlich, wie sie es hier alles ausgelegt hat. Man sieht auf jeden Fall, das ist schon richtig Home-Tätowieren, ne? Auf oberstem Niveau. Also, das ist so... Ja, wie soll ich sagen? Wasserplatz. Aber wenigstens pink Handschuh, lila. Richtig ängstlich. Wenn man sich, ich glaube, nach zwei Minuten, wenn man den ersten Stich gesetzt hat. Weil sie gerade gesagt hat, richtig ängstlich. Ich kann das vorher nachvollziehen. Das erste Mal, als ich mich selber tätowiert habe. Es war nicht mein erstes Tattoo, aber mein viertes oder so, wo ich mich selber tätowiert habe, da war ich genauso wie sie. Ich habe übelst lange gebraucht, mich zu tätowieren. Übelst lange, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll. Und bei mir sah das, glaube ich, wesentlich schlimmer aus als bei ihr gerade auf dem Tisch, weil ich von nichts eine Ahnung hatte. Jeder fängt mal klein an. Verfliegt das relativ.
Probably, yes. Auf jeden Fall haben sie hier schon mal Stencil-Papier liegen mit dem gelben Aufdruck. Wie gesagt, die Maus könnt ihr ja sehen hier. Mit dem gelben Papier meine ich. Das sieht aus, als hätten sie alles bei Amazon bestellt, außer die Cheyenne-Nadel. Warum auch immer die nicht, weil ich bin der Meinung, die kriegst du nicht bei Amazon. Aber sonst alles, was ich hier so sehe, sieht nach Amazon aus. Warum haben sie es denn nicht im Tattoo-Shop geholt, Mensch? Besonders schön auf meinen Fleck. Das ist ein Mückenstich. Aber die Farbe, also... Falls irgendjemand mal von euch dieses Video sehen sollte, man benutzt diese Farbe auf, also ihr sowieso da draußen, die es alle sehen, aber du persönlich meine ich jetzt, benutzt diese Farbe nicht mehr. Das ist absolut gar nicht gut. Ich kenne diese, wenn du eine Farbe nicht kennst als Tätowierer, beziehungsweise du der Meinung bist, dass es vielleicht dieses Sailor Jerry oder irgendwas anderes, was so ein Mist ist. Leute, lasst die Finger von sowas. Nimmt ein richtiges auch. Da muss auch so ein nicht Zertifikat, sondern so ein europäisches Siegel sollte da noch drauf sein, dass die Farbe auch wirklich getestet wurde. Ich glaube, das hat die alles nicht. Also, ich weiß nicht, habe ich irgendwie das Gefühl. Gewesen. Der ist einfach so aufgegangen, ist halt perfekt fürs Video heute. Naja, whatever. I'm gonna start. Wie viel von der Vaseline benutzt hast? Ich glaube, ich fange mit diesem Ding hier an, weil das kann so... Bevor sie aber tätowiert, weil ich mache es jetzt so, ich werde dieses Video in zwei Stücke teilen, weil ich habe jetzt schon wieder so viel gequatscht, dass wir bestimmt 10 Minuten haben und die Leute gucken das sowieso nicht dann bis zum Schluss, wenn es die Video hier 40 Minuten geht. Deswegen, wenn wir das so machen, das ist quasi der erste Teil. Kurz ein bisschen was erklärt. Zack, dies, das, Ananas. Bleibt dran, Video zum zweiten Teil quasi folgt, also ich denke mal, das wird gleich hier 2 Tage später passieren oder 1 Tag später, ne? Ich werde es jetzt gleich direkt hintereinander aufnehmen, deswegen ist es dann schon mal fertig in der Pipeline und ich werde daraus dann 2 machen. Gebt ein Däumchen fürs Fläumchen, abonniert und aktiviert die Glocke. Bleibt dran und ich hoffe, dass die Jodie das hier gleich gut übersteht. So, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Antenne, haut da rein, Brian. Peace!